Ja, volles Programm heute. Wir beginnen mit dem Hinweis, noch einmal kurz googeln Sie nach News und Talks. Hier, dann findet man irgendwo hier an der ersten Stelle sozusagen News und Talks für Gebildete kommt dann sofort als Link YouTube. Und dann sieht man hier an der vierten Stelle die wichtigste Sendung überhaupt, auch zu dem ganzen, die sachlichste Sendung zum Thema Corona und Gesellschaftsverbesserung und Weltverbesserung überhaupt. Termin 12 nähert sich den 60.000 Aufrufen. Eine Stunde 47 Minuten 22 Sekunden. So. Dann haben wir hier kurz schon mal unser Tagesbild, das rücke ich mal zurecht. No Corona, One World. Ja, sozusagen. Ich glaube, so sehen Sie es ganz gut. Dann haben wir hier, wir machen heute also natürlich wieder das wissenschaftliche Heute-Journal mit den Tagesthemen sozusagen, mit den wissenschaftlichen Tagesthemen. Heute Sarah Wagenknecht gab es eine neue Sendung und vieles andere, Bodo Schiffmann und so weiter. Und wir machen natürlich nachher noch die Kurznachrichten. Aber ich glaube, was die Zuschauer am meisten interessiert, sind immer die Kommentare. Also damit beginnen wir, weil Kommentare, das ist so der Dialog mit der Bevölkerung sozusagen. Und das ist doch immer für viele am interessantesten, ne? Und zwar jetzt zur Zeit ist ja natürlich heißes Thema. Findet Berlin statt? Wie findet es statt? Was ist mit der Absage und so weiter? Und was ist mit Widerstandsrecht? Schluckwasser. Und da muss ich sagen, ja, dass wir natürlich uns immer von allem anderen leider unterscheiden. Weil wir der Wahrheit verpflichtet sind und deswegen irgendwelche abergläubischen Ideologien natürlich nicht verfolgen dürfen und irgendwelche Irrtümer nicht verfolgen dürfen. Deswegen hier steht es hier. Jetzt bestehen viele auf einem vermeintlichen Widerstandsrecht. Ja, ein Widerstandsrecht gibt es aber nur, wenn es wirklich berechtigt ist, ja? Gut ist hingegen, dass die Veranstalter zugesagt haben, diesmal die Regeln einzuhalten. Ja? Klammer, wie wäre es mit dem Kompromiss? 3 Meter Abstand, aber keine Maske. Ja, das wäre doch ein Kompromiss. Ja, die Masken sind ja wirklich blöd, aber 3 Meter Abstand, dann müsste doch eigentlich die Versammlung, also die genehmigende Abteilung zufrieden sein, ja? Und dann muss man es aber auch einhalten. Ja, denn sozusagen hier erstmal unten rechts schneller drehen wieder beim Zahnrädchen, weil ich ja so langsam reden will. Vielleicht ist auch der folgende Text sinnvoll, sich in das Erleben des Mainstreams hineinzuversetzen. Aber das sehe ich auch so wie dieser Kommentar hier. Nämlich, dass sozusagen den vielen bei den Querdenken-Demos fehlt die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen zu können. Das ist ein ganz großes Defizit leider. Ja? Man muss mal versuchen, eine Zeit lang in den Mokassins der anderen zu gehen, sozusagen. Und dann sieht man erst die Realität. Nämlich, wir müssen uns doch klar sein, dass der Mainstream in Angst lebt. Und darauf muss man doch Rücksicht nehmen. Und natürlich muss man ihn immer wieder anbieten, über die Gefährlichkeit von Corona zu reden, über die tatsächliche geringe Gefährlichkeit von Corona. Aber das ist alles andere, den Leuten einfach Angst zu machen, ist immer der völlig falsche Weg. Ja,
habe auch einen anderen Kommentar von Ihnen gelesen. Ich habe mich verlaufen. Einen solchen Sumpf der Weltfremdheit hatte ich nicht erwartet hier. Der Irrtum bei Corona ist die Gefährlichkeitsüberschätzung. Soweit alles richtig. Alles, was danach ist, ist völlig legaler, vermeintlicher Schutz der Bevölkerung. Ja, noch einmal ganz klar, wenn ich denke, dass morgen hier 900.000 Tote liegen würden, was wirklich eine nennenswerte Zahl wird, ist, weil jedes Jahr nur circa in Deutschland 940.000 Menschen sterben. Das würde dann bedeuten, dass wir in einem Jahr bei 18.000 Toten wären. Das wäre schon mal was Ungewöhnliches. Da kann man schon mal überlegen, ob man einen Lockdown macht, ja? Und wer aber solche Ängste hat, auf den muss ich doch Rücksicht nehmen, auf seine Angst. Ja? Das dagegen handeln, also gegen die Vorschriften des Mainstreams, ist kein Widerstand, sondern reines Verbrechen, zu dem sie aufrufen. Was sie dürfen, ist die nextscientistsforfuture.de bekannt machen und deren Belege für die Gefährlichkeitsüberschätzung zu verbreiten. Zum Beispiel diese Sendung 12, diesen Termin 12 vom Untersuchung Corona-Ausschuss, vom Corona-Ausschuss. Ja? Für ihr Beharren auf Widerstand werden sie höchstens ganz legal im Gefängnis landen. In Australien wurde ja berichtet jetzt, dass da also wirklich die gesagt haben, nee, wenn da einer unsere Gesetze nicht befolgt, dann schlagen wir die Autoscheibe rein und zerren ihn aus dem Auto und dann gehorcht er unseren Gesetzen schon. Wir sorgen dafür. Ja, also das heißt, wenn die Leute Angst haben vor Hunderttausenden Corona-Toten, wenn zu viele Leute die Regeln brechen, ja, dann ist doch klar, dass sie die Regeln auch mit Gewalt durchsetzen werden. Und die sind im Recht. Wir haben nur das Recht, immer wieder zu sagen, hoppla, Corona ist viel weniger gefährlich, als ihr fürchtet. Ja? Und das kann man aber auch mit 3 Meter Abstand machen. Man könnte ja ganz Berlin demonstrationsmäßig füllen mit 3 Meter Abstand rumrum. Ja? Und das würde dann wahrscheinlich genehmigt werden. Ne? Und jetzt werden irgendwelche illegalen Aktionen gemacht, wahrscheinlich weder Maske noch Abstand eingehalten. Dann gibt es natürlich, dann ist doch ganz klar, dass die Polizei das Sterben, das vermeintliche Sterben ihrer Bürger verhindern muss, indem sie die kriminellen Gefährder hart behandelt. Das ist doch zwangsläufig. Das hat doch nichts mit Widerstand zu tun. Ja? Da gibt es kein Widerstandsrecht. Auch Bodo Schiffmann ist in dem Irrtum, dass das Widerstand sei. Ist kein Widerstand. Das ist einfach nur Gesetzesbruch. Wir haben alles Recht der Erde zu demonstrieren dafür, dass die Gefährlichkeit, warum demonstriert man nicht für die Aufhebung der Maßnahmen, sondern warum macht man keine Demonstration mit dem Titel Corona ist tausendmal weniger gefährlich, als ihr denkt. Das wäre doch ein schöner Titel oder so etwas in dieser Art. Corona ist viel ungefährlicher, als ihr denkt. Wenn das in der Tagesschau gesendet würde, mehr können wir nicht machen, als dass wir das erreichen, ja? Und dann kann man darüber reden, wie in Schweden und Weißrussland statt 120.000 Toten einmal 5.700 Tote vorliegen und einmal 600 angebliche Corona-Tote. Und dann kann man sagen, dass es Zeugenbefragungen in Weißrussland und Schweden gab und die mehrheitlich alle sagen, in meinem Bekanntenkreis wird nicht mehr gestorben als in den sonstigen Jahren. Ich habe also keine Angst deswegen. Aber sich mit der Polizei anlegen, das gehört für mich in den Bereich dieser Irrtumswelten. Das ist für mich völlig weltfremd und jenseits jeder Realität. Schluckwasser. Sie merken es, wir reden auch nicht der Querdenkenbewegung nach dem Mund. Wir sagen immer die Wahrheit, ganz egal, ob die das jetzt gerne hören, ja?
Wir sind hier nur der Wahrheit verpflichtet. Aufgrund ihrer Irrtümer sind sie aus Staatsperspektive tatsächlich ein gefährlicher Extremist. Nur macht der Staat den Fehler, ihnen das nicht sauber zu erklären, aber dafür ich. Der Mainstream lebt in dem Irrtum, dass hier morgen 900.000 Tote liegen könnten, wenn sie die Maßnahmen nicht einhalten. Er empfindet ein subjektives Notwehrrecht gegen sie, erlebt das Recht, sie sogar in Notwehr oder Nothilfe wäre es dann, es wäre ja keine Notwehr, doch es wäre Notwehr und Nothilfe, weil es kann ja auch sein, dass ein Polizist denkt, er würde von ihnen Corona kriegen, dann wäre es Notwehr. Und wenn er denkt, dass Risikogruppen durch sie getötet würden, dann ist es Nothilfe. Ja? Und also tödlich infiziert würden, dann ist es Nothilfe. Und also er erlebt das Recht, sie sogar in Notwehr oder Nothilfe töten zu dürfen, wenn sie die Maßnahmengesetze brechen. Und ihnen fehlt bisher jegliche Fähigkeit, sich in den Mainstream hineinversetzen zu können. So können wir diese kranke Welt niemals heilen. Allenfalls werden sie aus Nothilfeempfinden noch erschossen und die Gerichte werden den Polizisten freisprechen, denn schließlich hätten sie in deren Fantasie den Tod von Hunderttausenden verursachen können durch ihren Gesetzesbruch. Ja? Und das ist, glaube ich, da müssen wir wirklich mal Klartext reden. Also insofern. Gerne auf eine Demo gehen, aber bitte sagen, Demotitel, Corona ist tausendmal weniger gefährlich, als ihr denkt. Ja? Dann, das ist doch die Basis, auf der es laufen muss. Ja? Und ihr habt kein Widerstandsrecht, sondern schlagt den Ordnungsbehörden vor, wir halten alle 3 Meter Abstand voneinander und dann wird es wahrscheinlich auch genehmigt. Ne? So, ein anderer Kommentar aus dem Internet, ich glaube, das war auch wieder einer bei der Sendung, ja, bei der Sendung. Na, ist das schwer zu handeln hier mit der Maus. So, jetzt aber, jetzt können Sie es lesen. Und zwar bei dem Termin 12 vom Untersuchungsausschuss. Ja? Nee, vom Corona-Ausschuss, so heißt er. Wenn man zu einer sogenannten Gesundheitsuntersuchung geht und eigentlich gesund ist, kann man mit ziemlicher Sicherheit rechnen, mit einem Problem nach Hause zu gehen. Zum Beispiel Bluthochdruck, Cholesterin und so weiter. Ja, die Werte werden ja ständig gesenkt, damit man mehr Kunden gewinnt und mehr verkaufen kann. Ne? So, und dann weiter. Interessanter Gedanke. Das würde bedeuten, ah ja, da geht es wohl darum, dass einer in einem Kommentar gesagt hat, irgendwie müssen alles ändern und so weiter und alles abschaffen. Und so weiter. Und dann wird hier geantwortet, interessanter Gedanke, ich glaube, es war der Sender News und Talks, der geantwortet hat, interessanter Gedanke, das würde bedeuten, dass zum Beispiel in Kommunen von circa 120 Menschen alle zum glücklichen Leben unbedingt wichtigen Dinge hergestellt werden müssen, die intern geschenkt werden. Ja, es kann ja sein, dass wir sind ja eben keine Bonobos und ob wir mit dem Lebensstandard der Bonobos wirklich so rundum zufrieden wären. Ja, also alle Konsumgüter, die diese 120 Menschen ja unbedingt brauchen, die müssten ja dann in der Kommune intern von 120 Individuen insgesamt, da sind ja viele Kinder dabei, viele Frauen, die gerade stillen und nicht so maximal arbeiten können sozusagen, müssten ja alle hergestellt werden, wenn es keinen Handel mehr gibt, keinen Tauschhandel mehr gibt. Natürlich hätten wir dann das Problem der Fehlanreize und der Produktion von vorteilbringenden Irrtümern im Rahmen von Handel, freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Das Problem wäre vom Tisch. Aber, Schluck Wasser,
Aber sozusagen, was ist mit Gütern? Ja, schaffen wir es in einer Kommune von 120 Leuten, alle Güter herzustellen und zu produzieren, die die Bürger haben wollen, also die die Mitglieder einer Kommune haben wollen? Das ist die große Frage. Und mit den Nachbarkommunen würde man keinen Handel treiben. Dann könnten sich tatsächlich auch die Staaten auflösen, weil keine staatliche Instanz mehr gebraucht würde, also um die Schäden aus Handel und Handelsprodukten zu verhindern anhand von Wohlfühlstimmen und Gesundheitsdaten. Das könnte am Ende so kommen. Solange immer noch Leute Produkte aus aller Welt haben wollen, bräuchte man den Reststaat. Aber noch, nicht den Rechtsstaat, sondern den Reststaat, aber noch, zumindest so lange, bis die Konsumsucht so weit verschwunden ist, dass man nicht mehr Güter will, als die 120 Kommunenmitglieder produzieren können. Ja, interessanter Gedanke. Ja. Ja, und dann vielleicht als letzter Beitrag aus der Diskussion, morgen geht es dann da weiter. Als letzter Beitrag sozusagen hier, ach, das springt hier so. Auch mal angenehm, wenn es in einem Beitrag einer Diskussion, damit ist eben gemeint, der Termin 12 des Corona-Ausschusses ab 1 Stunde 47 Minuten, ja, genau dieser Teil ist ja gemeint, ja, also unser Auftritt mit Dr. Wolfgang Wodak zusammen. Auch mal angenehm, wenn es in einem Beitrag einer Diskussion nicht nur um Probleme, sondern auch um Lösungen geht. Hab ja teilweise auch das Gefühl, dass einige Bürger ihre Füße nicht auf die Straße kriegen oder Angst nicht nur vor Kritik haben, sondern Angst zu kritisieren haben, weil sie keine echte Hoffnung haben, dass es tatsächlich besser werden könnte, wenn sich was ändert. Sondern die Änderung könnte ja eine Verschlechterung bringen und darum lässt man besser alles, wie es ist. Ja, das fürchte ich auch, dass das ein ganz starkes Motiv ist. Die Leute sagen, ach, auch das Konzept der Next Scientists for Future mit den 20 Reformen wird schon nicht besser sein als das alte, vielleicht ist es sogar schlechter, also kümmern wir uns erst gar nicht drum. Ja, das ist auch der Punkt, daran hängt sicherlich vieles, ne? Dann schreibt die Dame, ist es in dem Falle weiter, dabei haben wir das Wissen, die Menschen, dabei haben wir das Wissen, die Menschen, die Visionen, alle Möglichkeiten, eine tolle Gesellschaft, eine tolle Zukunft aufzubauen. Und eben irgendwo, wir haben die Gemeinwohlökonomie und wir haben die Next Scientists for Future und mehr. Und darüber müssen wir weltweit diskutieren und dann haben wir alles, was wir brauchen. Ne? Wenn Sie dann die Gemeinwohlökonomie anschauen und sie Ihnen zu marxistisch klingt, da stimmen Ihnen dann die Next Scientist for Future.de zu. Ja, da kommen wir nachher zu, Christian Felber und die Gemeinwohlökonomie. Es fehlen momentan wohl nur mehr Menschen, die daran auch glauben wollen, eine solche Vision haben und bereit sind, dafür etwas zu tun und dafür mutig zu sein. Mut zur gewollten Veränderung und zu Fehlern, die man vielleicht macht, dass es mal besser wird, statt Mut zu haben, zu dem zu stehen, was schon ist, und dabei blind in den Totalitarismus zu rennen und sich dann fragen zu müssen, wie das nur wieder passieren konnte. Und das ist ja auch etwas, was unsere Medien, die wohl eher Angst produzieren als Hoffnung und Vision, nicht tun. Leute vor die Kamera zu bringen, die Ideen und Visionen von einer besseren Zukunft haben. Und oft ist es ja so, dass die Lösungen, Anregungen, die von solchen Menschen kommen, unglaublich simpel und scheinbar sehr greifbar sind. Vielleicht braucht das nicht mehr Problemaufklärung, sondern parallel eine viel stärkere Lösungsaufklärung. Ja, genau. Eigentlich, meiner Erfahrung nach, ist da eine Riesenwissenslücke in der Gesellschaft, auch bei vielen Leuten, die so sehen, was gerade schiefläuft. Ja, und dann kommt die Antwort,
Genau, Lösungsaufklärung steht an. Deshalb haben die Professorinnen der Next Scientist for Future.de ja über 50 Jahre lang ein komplettes Reformprogramm fe fertiggestellt. Es braucht jetzt nur noch die öffentliche, kritische Diskussion der Reformen am, von mir aus zusammen mit der populäreren Gemeinwohlökonomie. Ja, da stehen ja auch viele Linksradikale drauf. Und das, warum nicht? Ja, kann man doch auch mal diskutieren. In einer Test-Bundestagswahl kam das Konzept auf 56%. Aber viele wollen einfach alles beim Alten lassen, offensichtlich. Ja, dann geht's in der nächsten Sendung weiter hiermit, wenn die Regierung so sehr und so weiter. Aber das so viel, wir können ja, so viel war es mit den Internetdiskussionen. Ja, und jetzt haben wir dann als nächstes hier sozusagen, was machen wir hier? Übrigens, das, was wir heute besprochen haben, wird dann immer ans Ende dieses Teiles geschickt. Da finden Sie es, wenn Sie es nochmal im Text nachlesen wollen. Ja? So, dann sind wir bei den positiven Kommentaren zu den Next Scientists for Future. Da lese ich mal hier diesen vor. Der Gesundheitsberater im weißen Hemd, der von den Next Scientists for Future, das haben wir ergänzt, damit man weiß, wer es ist, trug gute Ideen vor. Ich kenne keinen Arzt, der mal von, also trug gute Ideen vor. Ne? Das heißt, es gibt viele Leute, die verstehen die Next Scientists for Future. Ja? Ich kenne keinen Arzt, der mal von sich aus ein Blutbild macht. Ach so, ich habe vergessen, ich glaube, ich habe was vergessen. Zwischendurch habe ich Ihnen das gezeigt. Sie müssen also nur googeln, Weltrat der Weisen Forum, dann finden Sie zum Beispiel hier schon an der ersten Stelle das Forum, dann klicken Sie drauf und dann können Sie sich dahin klicken, wo ich jetzt gerade bin. Ja? Kommentare und so weiter. Ja? Also, der Kommentator schreibt, ich kenne keinen Arzt, der mal von sich aus ein Blutbild macht, um den Vitaminspiegel etc. zu kontrollieren. Ja, gucken Sie mal, wie oft Sie auf Vitamin D und Vitamin B12 kontrolliert werden und so weiter. Meistens gar nicht, ne? Wenn man als Patient diesen wichtigen Bluttest selbst fordern und auch noch selbst bezahlen muss, dann machen das die wenigsten. Ja, da kann ich der Person sagen, ja, sobald die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten anfangen zu wirken, wird jeder Arzt das ständig bei den Leuten machen, weil er ja nicht mehr an der Krankheit verdient und am Krankwerden und Krankbleiben der Leute, sondern nur noch am Gesundwerden und Gesundbleiben der Leute. Und dann wird er wie der Teufel hinterher sein, alle diese notwendigen Untersuchungen auf Vitamin D3 und B12 und so weiter zu machen. Ja? Man könnte viele Krankheiten verhindern, wenn solche Untersuchungen regelmäßig vorgenommen würden. Sehr richtig. Ja? Die Krankenkassen bezahlen keine Extra-Untersuchung, die von den Augenärzten, Gynäkologen, Hausärzten etc. so penetrant angepriesen werden. Ja, da muss ich sagen, da ist es auch nicht schade drum. Also da muss ich widersprechen. Es gab mal Untersuchungen, dass tatsächlich die Dinge, die die Hausärzte per Igelleistung oder die Ärzte per Igelleistung den Leuten andrehen wollen, dass die tatsächlich auch alle irrelevant sind. Ja, also die Kassen zahlen schon viel, also das meiste, was also sozusagen die Ärzte anbieten, ist sowieso nicht notwendig. Aber so notwendige Dinge werden eben auch nicht, noch nicht mal angepriesen. Ja? Das ist ja das Verrückte, weil die würden ja wieder für zu viel Gesundheit sorgen und dann hätte man einen Dauerkunden weniger und das wäre schlecht fürs Geschäft im jetzigen System. Ja? Wir brauchen also die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege der Next Scientists for Future. Der Arzt darf nur noch dann Verdienstzuschläge bekommen, wenn sich ein Schwerkranker gesundheitlich gebessert hat oder ein Gesunder dauerhaft gesund geblieben ist. Ja? Und das realisieren die Next Scientists for Future.
Leute mit wenig Geld können sich diese ganzen Untersuchungen nicht leisten, also leben sie immer mit einem Risiko, an bestimmten Regionen des Körpers wahrscheinlich zu erkranken. Naja gut, ich habe es dazu ja alles gesagt. Ich denke, dass es die Krankenkassen weniger belasten würde. Ja, da müssen sie aufpassen. Es kann ja sein, dass die Manager der Krankenkassen bei dem jetzigen Fehlanreizsystem sich umso wichtiger fühlen, je mehr Geld in der Krankenkasse verschwendet wird. Ja, denn das heißt Umsatz und das heißt Wichtigkeit in der Wirtschaftswelt. Ja, also die haben vielleicht gar kein Interesse, dass weniger ausgegeben wird. Dafür müssen wir erstmal die Fehlanreize in der Krankenkassenführung, ändern. Denn vielleicht haben die ja ein Interesse an einem großen Finanzvolumen, das sie verwalten. Na, ich bin ein Manager und bin ein Herrscher über ein 50-Milliarden-Unternehmen. Das klingt besser als ich bin ein Herrscher über ein 5-Milliarden-Unternehmen. Na? Also von daher müssen wir da auch die Fehlanreize im Blick halten. So pauschal kann man das nicht sagen. Denn wir wissen gar nicht, ob die Krankenkassen im jetzigen Fehlanreizzustand überhaupt ein Interesse haben können, Kosten zu sparen. Denn schließlich bezahlt ja alles der Bürger und nicht die Mitarbeiter der Krankenkassen. Und das müssen wir wohl auch irgendwie auch ändern. Ne? Also ich denke, dass es die Krankenkassen weniger belasten würde, die Vorsorge zu bezahlen, als die Folgen einer Krankheit, die in der Behandlung wesentlich teurer sind. Ja, aber vielleicht interessiert das ja niemanden, ne? Schluckwasser. Ärzte, Zahnärzte, die alternativ behandeln, werden von der Ärztekammer diffamiert und ausgeschlossen. Das darf nicht sein. Ja, aber es ist eben so, weil im Moment jeder, der das Geschäft stört, weil er die Leute gesund macht, der wird halt schief angeschaut und diffamiert und so weiter. Ja, es ist so, deswegen brauchen wir ja die Reformen der Next Scientists. Ja? Wenn es der Politik und dem Gesundheitswesen wirklich um die Gesundheit der Menschen gehen würde, dann würde man mehr zu alternativen Heilmitteln zurückgreifen und diese ganzen Pharmagifte, Impfungen, Chemo etc. stark reduzieren. Ja, das ist genau richtig, aber das dürfen wir nicht vorschreiben, sondern wir müssen dem Arzt die völlige Freiheit geben, dass er alles anwenden darf, was Menschen gesund hält und schnell gesund macht. Und dafür wird er fürstlich belohnt und was es dann am Ende ist, ist egal. Also wenn wirklich mal, was ich für unwahrscheinlich halte, irgendwann mal ein Pharmagift tatsächlich Gesundheit produzieren würde, dann ist mir das auch recht, ja? Also und das ohne Folgeschäden und so weiter. Glaube ich zwar nicht, aber warum nicht? Also das soll aber dann jeder Arzt selber entscheiden, denn er entscheidet eben, ob er das Richtige tut und eben großen Erfolg hat und viel verdient, oder ob er schlechten Erfolg hat und dann werden die Wohlfühlstimmen und die Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten genau das und die Wirtschaftswunderdaten genau das offenlegen und dann werden alle Kunden von diesem Arzt abwandern und von seiner Hausarztkommune, ja? Ich habe kein Vertrauen zu Ärzten und bin mir sicher, dass viele so denken wie ich. Ja, ich auch. Also für mich gilt auch der Grundsatz Vorsicht Arzt, ja, von Professor Dr. Med. Hacketal, Julius Hacketal. Ja, Buchtitel von ihm damals. Ich habe allein nur im Familienkreis miterleben müssen, dass Krebskranke zu Tode therapiert wurden. Genau das kann ich nur bestätigen. Das habe ich überall gesehen. Sie hatten einen in die Länge gezogenen, qualvollen Tod mit Chemo. Schön, das nochmal von einem Zeugen zu hören, hier direkt nochmal. Ohne Chemo wären sie vielleicht ein paar Monate früher gestorben. Ich will kein um ein paar wenige Monate verlängertes Leben, das nicht mehr lebenswert ist, wenn man nur noch im Bett mit Schläuchen, Geräten, Schmerzen, sehr großer Traurigkeit und Angst verbringen muss. Ärzte haben einen Schwur geleistet. Na ja, gut, wir wissen ja, was daraus geworden ist aus dem Eid des Hippokrates. Der heißt heute: Ja, ich habe den Schwur geleistet, maximalen Profit zu generieren.
Ja, aber das ist ihnen auch nicht zu verdenken. Das ist menschlich, dass Menschen auch gut verdienen möchten. Wir müssen die Anreize so ändern, dass sie gut verdienen können, wenn sie uns nutzen und nicht, wenn sie uns schaden. Im Moment verdienen sie am meisten, wenn sie uns maximal schaden. Und in Zukunft muss es durch die Next Scientist for Future so kommen, dass sie am meisten verdienen, wenn sie uns nutzen, uns gesund halten oder uns schnell gesund machen. Ja? Und dafür gibt es aber im Moment kein Geld. Ein Dauerkranker bringt viel mehr Geld als ein schnell gesund gemachter. Ja? Und so darf es nicht bleiben. Ja, dann war es das mit diesem Kommentar und morgen geht's dann weiter. Das war dieser lange Kommentar. Das war dieser lange Kommentar. Ja, und morgen geht's mit dem vorigen Kommentar weiter. Ja, tschüss, an diesem Punkt. Tschüssi mit den Kommentaren und weiter geht's. Ja, erstmal müssen wir unser Tagesbild nochmal so bringen. Dann, ja, no, no Corona. Ja, also, wie gesagt, es gibt Corona auf der ganzen Welt. Auf jeden Fall wollen wir darüber nicht streiten. Ob es Viren überhaupt gibt oder nicht, ist für uns eher eine uninteressante Frage. Auf jeden Fall gibt es Leute, die Husten und Atemprobleme haben und Lungenentzündungen kriegen. Das gibt es aber schon seit langer Zeit. Und entscheidend ist nur die Aussage, Corona ist viel weniger tödlich, als ihr alle denkt. Ne? Und ja, bei Schweden war es der Faktor 20-fach weniger Tote als befürchtet. Ne? 20-fach weniger tödlich, als die Leute fürchten, ne? Der Mainstream fürchtet. Ne? So, und jetzt haben wir die Tagesthemen und danach die Kurznachrichten. Nee, ich mache erst die Kurznachrichten, weil die einige der Tagesthemen schon erledigen, weil es da auch um Sarah Wagenknecht geht. So, dann gucken wir mal. Beleidigungen begründen Demoverbot. Ja, das ist wieder der Fehler der anderen Seite. Also die vermeintlichen Widerstandskämpfer sehen nicht, dass sie die Leute ängstigen und Angst könnte bei diesen Leuten sogar Immunschwächung zur Folge haben und dann tatsächlich bei denen zu einer Corona-Erkrankung führen. Aber nicht, weil das Virus so stark ist, sondern weil die Angst so stark ist. Und deswegen ist es ein Gebot der Rücksicht, den Mainstream nicht zu ängstigen durch einen offensichtlichen Verstoß gegen die Gesetze. Ja? Aber es ist eben auch nicht in Ordnung, einfach, es war ja ganz erschreckend da von Berlin, ja, wie da also quasi die Demonstranten einfach im Prinzip, ja, ich sag's mal knallhart, als Recht, alle sind alles rechte Spinner, so, ja, abgetan wurden. Dabei ist Dr. Wolfgang Wodak ein linker SPDler. Wir werden, wenn wir beschimpft werden, höchstens also beschimpft, ihr seid ja SPD-Grün, ja, und so weiter, da werden wir beschimpft, und nicht völlig zu Unrecht, obwohl man Wissenschaft, wie gesagt, niemals in Parteischubladen stecken darf. Das ist an sich uns, das darf man nicht, weil es nie der Realität entspricht. Die Naturwissenschaft steht völlig jenseits aller Parteiprogramme. Alle Parteiprogramme enthalten gewaltige Irrwege aus Sicht der Naturwissenschaft. Und zwar alle Parteiprogramme aller Parteien. Ich sage das, weil ich auch mal wirklich alle Parteien mir mal irgendwann angeschaut habe, ja. Auch die winzigen. Beleidigungen sind also nicht der richtige Weg, ja. Zu Abstand, 2 Meter Abstand war meine Empfehlung, ja. Sagen wir doch bei der Demo in Berlin 3 Meter Abstand, dann sind doch alle beruhigt, ja. 3 Meter Abstand im öffentlichen Verkehr, da kann niemand sagen, dass diese Demonstrationen, und dann kann man auch Demonstrationen von Millionen genehmigen, weil dann besteht wirklich,
ist es kein angstauslösender Faktor. Ich erinnere nochmal daran, dass der Mainstream Angst vor 900.000 Toten hat. Ja? Und von daher war ja eigentlich auch das Verbot teilweise zwangsläufig, weil wahrscheinlich hat der Staat schon bis zum gewissen Grad das Recht. Eigentlich denkt man ja, wenn dann die Leute bei der Demo den Abstand nicht einhalten, kann ja die Polizei noch eingreifen. Aber wahrscheinlich gibt es auch so etwas wie das Recht des Staates zu sagen, bei der letzten Demo haben schon die Veranstalter und die Demonstranten bewiesen, dass sie sich an keine Gesetze halten, also können wir sie schon im Vornherein verbieten. Also auch das wird wahrscheinlich nicht zu kippen sein, ne? So, dann, ach so, das, ich bin ja völlig daneben, das Tagesbild muss ja gezeigt werden. Ernüchternd. Ja, da war eine Sendung, die war wirklich ernüchternd. Da wurden die Leute mal so befragt, wie sie die Sache sehen und ob sie Wodak und Bhakti kennen. Und fast niemand kannte den Namen Wodak oder Bhakti, ja? Und das war total ernüchternd. Das normale Volk findet alles gut. Niemand kennt Wodak und Bhakti. Ja? Also, das muss man sich mal klar machen. Also, was wir hier machen, Aufklärung und echte Naturwissenschaft und so weiter. Und dann ein linker SPDler wie Dr. Wodak oder ein Professor Bhakti, der überhaupt nicht verdächtig ist, irgendwie auch nur ein bisschen entfernt zu sein von der Mitte der Gesellschaft, ja? Die kennt gar niemand. Ja, das ist der Hammer, ne? Ja, und dann kam eine Meldung und da wurde Professor Püschel gezeigt. Eigentlich hatte der ja gesagt, dass eigentlich praktisch keiner gestorben ist ohne schwerste Vorerkrankungen. Und jetzt kommt so eine widersprüchliche Aussage und da werden Bilder von Püschel gezeigt. Circa 80% seien echte Corona-Tote mit der Haupttodesursache Corona. Das widerspricht sich aber ganz stark. Aber auch wenn es so wäre, dann wären in Schweden, wenn man also sozusagen sagt, also 5.700 wären 100%, wir teilen das durch 5, 5.700 durch 10 geteilt wären 570, durch 5 geteilt 1.140. Also wenn wir jetzt 1140 abziehen von den 5.700, dann wären wir bei 4.000 irgendwas, 4.400, 4.500. Ich rechne es jetzt nicht genau im Kopf aus. Und da sind wir noch näher im Bereich einer echten Grippe. Ja? Wenn wir jetzt mal unterstellen, dass wirklich auch in Schweden angeblich 80% echte Corona-Tote seien. Und dann wären wir aber bei 4.400 oder was. Und dann sind wir immer wieder ganz nahe an einer schweren Grippe in Schweden. Ne? Also kein Grund für irgendeinen Lockdown. Ja, und ich habe es ja schon gesagt, sogar Bodo Schiffmann redet von Widerstand, vielleicht auch von Widerstandsrecht. Das ist unrealistisch. Da betritt er eindeutig den Bereich des Unrealistischen. Sarah Wagenknecht schildert so ihre große Angst, dass jetzt die großen Konzerne wieder größer geworden sind und größer. Ja, aber das ist genau der Punkt. Ja? Würden wir die Wohlfühlstimme Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten und andere kleinere Steuerelemente einführen in der Gesellschaft? Dann können die Konzerne so groß sein, wie sie wollen. Sie können doch nichts Böses mehr anstellen. Monopole müssen verhindert werden. Das ist klar, weil sonst sozusagen die Preise in den Himmel getrieben werden können. Also quasi die Hauptaktionäre aller, zum Beispiel Lebensmittelkonzerne, müssen voneinander völlig unabhängig sein und es muss streng bestraft werden. Nach Kartellrecht oder so, wenn es da zu irgendwelchen Preisabsprachen käme oder sowas, ja? Schluck Wasser. Aber, was kann mir ein Lebensmittelkonzern oder ein Pharmakonzern noch tun, wenn meine Wohlfühlstimme,
Und meine Gesundheitsdaten, meine Langlebigkeitsdaten und die allgemeinen Wirtschaftswunderdaten über die Verdienstzuschläge für diesen Konzern entscheiden und eben darüber entscheiden, ob er überlebt oder pleite macht. Dann kuscht er doch vor mir, dann dient er mir doch, der wird doch regelrecht zu meiner Dienstmagd, zu meinem Diener. Und da ist mir dann die Größe ehrlich gesagt völlig egal. Vielleicht ist sogar ein großer Konzern dann vielleicht am Ende doch effizienter als ein mittelständischer Firma oder so, ja? Also mir ist doch dann völlig egal, ob der Firma groß ist oder klein ist oder winzig. Auf jeden Fall wird diese Firma gezwungen, mir zu dienen und meiner Gesundheit zu dienen. Also ist Sarah Wagenknecht wie immer auf dem falschen Dampfer. Und damit haben wir schon einen Teil der Tagesthemen erfüllt. Und das Hauptthema bei Sarah Wagenknecht ist ja, dass sie meint, alles würde gut, wenn wir einfach nur umverteilen würden von reich nach arm. Das ist auch ein Irrtum, denn wir würden damit die fähigsten, die genialsten Erfinder und Unternehmer aus dem Lande treiben. Und damit hätten wir entweder Massenarbeitslosigkeit oder zumindest wären wir nicht mehr konkurrenzfähig und unser Lebensstandard würde drastisch nach unten absinken. Ja, auch weil wir dann zu viele Kinder von den Hauptschulabbrecherinnen bekommen würden und dadurch dann unser Leistungsniveau durchschnittlich, unser Intelligenzniveau in Deutschland und Europa noch weiter absinken würde. So, dann Christian Felber. Es gibt eine neue Sendung mit ihm, ja? So eine Sendung in Dresden mit irgendwas mit Palais oder so, ja? Und wieder, da spricht er sich, man merkt, dass er nichts dazulernt und auch Stimmen von Kritikern nicht bereit ist zu hören, ja? Trotzdem sollten wir die Gemeinwohlökonomie immer so als Streitpartner und Diskussionspartner immer im Bilde belassen. Ja? Ungleichheit reduzieren, spricht er wieder drüber. Ja, was soll dann das bedeuten? Ja? Natürlich wollen wir auch, dass die Schere zwischen Arm und Reich zusammengeht. Aber ganz am Ende, das kann passieren, wenn die Milliardäre in Kommunen leben und ihren Kommunenmitgliedern, den geliebten Frauen und Kindern der Kommunen und so weiter, alles schenken, was sie haben und sich dann alle dieser Reichtum wieder verteilt. Ja? Aber wenn ich jetzt sofort Ungleichheit reduzieren will, ja, und Christian Felber spricht wieder davon, dass maximal jemand 20-faches Gehalt bekommen darf oder Einkommen bekommen darf. Das bedeutet 1500 Euro geringes Einkommen, 20 Mal ist 30.000 Euro Monatseinkommen. Da würden alles, was fähig ist und kompetent ist, würde Deutschland bevor der Einführung solcher Regeln sofort schlagartig verlassen. Ja? Das heißt, sozusagen, solche Umfragen, da wäre wirklich interessant, wer sie gemacht hat, dass das angeblich alle Menschen wollen, dass die Ungleichheit reduziert wird. Ich glaube, diese Umfragen wurden gemacht, ohne dass vorher diskutiert wurde und den Leuten klargemacht wurde, dass die Personen, die ihre Arbeitsplätze schaffen, dann Deutschland verlassen würden und die Arbeitsplätze mitnehmen würden und sie dann arbeitslos würden. Danach würde die Abstimmung wohl ganz anders verlaufen. Ne? Am Ende ja, sofort nein. Ja, das verstehe ich jetzt nicht, aber ist hoffentlich nicht so wichtig. Also, dann Faktor 20. Ja, das hatte ich genannt. Das habe ich ge schon vorgesagt. Abwandern der Besten. Ja, und jetzt passen Sie auf. Wenn Sie den Faktor 20 einführen, als erstes haben Sie in Deutschland oder Europa das Abwandern der Besten. Der besten Arbeitsplatzschaffer. Dadurch geht es mit Europa bergab.
Und dann kommt der nächste Punkt. Danach werden nämlich, sollen ja dann demokratisch, nachdem die Besten weg sind, sollen die weniger Guten die Unternehmen ja leiten oder neue Unternehmen aufbauen, wobei ich mich frage, wo die herkommen sollen, wenn die Besten Deutschlands oder Europas ihre Maschinen mitgenommen haben ins Ausland, abtransportieren haben lassen und nur die Fabrikhallen verkauft haben. Na, wo sollen dann, wer soll dann von, wie sollen das Mittel, wie soll das Mittelmaß erfolgreiche Weltfirmen aufmachen? Und nehmen wir mal an, Sie würden irgendwelche Betriebe, da könnte man die Maschinen nicht abtransportieren und Sie würden dann dort die Entscheidungshoheit übernehmen. Ja, dann würden dort leichtfertige Entscheidungen getroffen, weil es ist ja nicht Ihr Eigentum. Wenn Sie eine falsche Entscheidung treffen, was so what? Sie verlieren ja nicht Ihr eigenes Geld und nicht Ihr eigenes Eigentum. Also darüber muss man diskutieren, ob nicht Menschen einfach Entscheidungen weniger sorgfältig abwägen, dann, wenn sie nicht ihr Eigentum verlieren durch eine Fehlentscheidung. Diese Frage stellt uns ja letztendlich Professor Hans-Werner Sinn. Ja, müssen wir drüber nachdenken. Und dann bringt Felber so schrecklich kompliziert, also das ist eigentlich letztendlich ein Komplikationsmonster, was er da malt mit der Gemeinwohlökonomie, bringt sechs Eigentumsformen auf. Ist alles nicht nötig. Die Wohlfühlstimme einführen und schon gibt es alles diese Probleme nicht mehr. So, wir kommen zurück zum Tagesthema. Zu den Tagesthemen, so heißt es. Wir arbeiten ja quasi parallel zu ARD und ZDF, nur mit Wissenschaft, ne? Naturwissenschaft. Ja, also Sarah Wagenknecht haben wir klar gemacht, dass sie verliert. Warum verliert Markus Kralls bürgerliche Revolution gegen die Next Scientists for Future? Warum verliert der auch? Warum ist der Gewinner Next Scientists for Future? Weil Markus Krall nicht erkennt, dass er hat einen völlig blinden Fleck für die tatsächlichen Evolutionsverläufe. Er redet immer wieder mal von Evolution, ohne je richtig Evolution studiert zu haben. Ja? Denn dann ist es ganz klar, hier haben wir den ersten Früharzt der Evolution, der in der Wahrheit lebt und der sagt, liebe Leute, wenn ihr nur weiterhin so euren naturbelassenen Lebensstil lebt, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dann braucht ihr mich nicht, weil ihr dann starke Immunsysteme habt. So, und dann sagt dieser, der kommt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, taucht irgendwann der erste zwangsläufig, der erste sich irrende Früharzt auf. Und er sagt so Dinge wie, nein, die Kinder sollen nicht mehr im Schmutz spielen, das ist nicht eine gesunde Impfung für die Kinder, nein, das müsst ihr verhindern, nein, ihr dürft auch all die denaturierte moderne Techniknahrung essen, die ist genauso gesund. In Wirklichkeit gibt es da ganz allmächtige, winzige Tierchen, die man später Viren und das heißt also, ich mache weiter hier, dieser sich irrende Früharzt, der sagt also, nein, die eigentliche Krankheitsursache sind diese Minitierchen, die wir später Viren und Bakterien und so weiter nennen werden, wie Pilze und was auch immer, also auf jeden Fall kleine Organismen oder kleine Sachen, denn Viren sind ja im eigentlichen Sinne keine Organismen. Und ja, und die sind total gefährlich und die bringen euch um und da muss ich euch Impfungen verkaufen und so weiter. Ja? Also das heißt, der irrt sich und der verkauft mehr. Der verkauft ganz wenig und nach drei Generationen muss sein Enkel vielleicht sogar die Wanderpraxis schließen und mangels Aufgaben und mangels Käufen. Und der hier verkauft ohne Ende, kann zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter ernähren und wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach. Ja? Und das bedeutet, damit ist bewiesen, seit Charles Darwin ist hiermit bewiesen, dass freier Markt und freie Arbeitsteilung, auf die Markus Krall so sehr steht, tot
total schädlich sind, dass sie mörderisch sind, dass sie ein Killer sind und so weiter. Ja, und deswegen verliert also das Rennen jedes Mal natürlich Markus Kralls bürgerliche Revolution, denn er würde den freien Markt ja noch mörderischer geschehen lassen, noch gefährlicher. Natürlich hat er recht, dass wir die Behörden überprüfen müssen, dass wir auch ganz viele falsche Staatseingriffe haben überall, ja, hilflose falsche Staatseingriffe haben. Natürlich müssen wir die überprüfen, aber auf jeden Fall müssen wir den freien Markt und die freie Arbeitsteilung begrenzen, lenken und was auch immer. Aber eben nicht so wie eine Sarah Wagenknecht oder wie ein im Herzen marxistischer Christian Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie. Das sind alles Irrwege. Sieger wieder nach Punkten, eindeutig nextscientistforfuture.de. Ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Das war es wieder mit der wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.